Meine ganz kleinen, sind Sie zufrieden mit der heutigen Veranstaltung? Ich bin sehr zufrieden. Ich freue mich, dass so viele Menschen an diesem ersten Lauf schon sofort teilgenommen haben. Und ich freue mich natürlich nicht nur über die Teilnehmer des Laufes, sondern auch über die vielen Begleiter, über die Fans und die Freunde, die am Rand gestanden haben und angefeuert haben. Dadurch entsteht eine unheimlich schöne Stimmung. Und wenn man das Ganze jetzt auch nochmal unter dem Gesichtspunkt sieht, dass es auch für einen guten Zweck ist, dann kann man nur sagen, ich bin begeistert von der Veranstaltung. Also wird man diese Veranstaltung im Jahr 2015 noch wieder erleben dürfen? Ja, liegt nicht an mir, das zu entscheiden. Aber diese Resonanz, die wir im Moment bekommen, die ermutigt, denke ich schon, die Organisatoren. Ich würde mich freuen, wenn es nicht das letzte Mal war. Also ganz wichtig sind ja immer wieder die Sponsoren bei solchen Veranstaltungen, egal ob kulturell oder auf sportlicher Ebene. Und an dieser Stelle darf man sich auch mal bei den Sponsoren bedanken, die ja in erster Linie auch aus diesem regionalen Bereich kommen. Ja, unbedingt. Das war von Anfang an klar, dass eine solche Veranstaltung nur ausgerichtet werden kann, wenn es eben auch Sponsoren gibt. Und davon gibt es, das haben Sie gerade erwähnt, eine Reihe, die sich hier eingebracht haben.
Ich fühle, wenn ich an Köln denke, oh, oh, oh. Wenn ich an mein Heimat denke, es gibt kein Wort, das sagen weil ich fühle, wenn ich an Köln denke, oh, oh, oh. Wenn ich an mein Heimat denke, aber mehr weiß es sieht nach Gewitter aus. Sturm! Wenn ihr Bock habt und wenn ihr Interesse habt, wir geben am 18.